Hey Freunde der alzerwettischen Holzfäller-Fraktion und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spin Tyrus Mod-Vorstellung. Und heute habe ich zwei richtig schöne Sachen für euch vorbereitet. Und zwar einmal diesen schönen Puma CVX Traktor, ne, steht jetzt gerade links. Und dann noch ein Chevrolet S10 Baja. Kommen wir als erstes mal zu dem Chevrolet, gucken wir uns den mal an. Hier rein vom Design her ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Schön detailreich, ein Haufen schöne Rennaufkleber drauf, ne, ein bisschen Airbrush und so. Wirklich eine richtig, richtig, richtig feine Sache. Ja, und hier kommen wir mal zu den Eckdaten. Die Chevrolet S-Serie, beziehungsweise GMC S-Serie, ne, der wird nämlich von GMC und Chevrolet gleichzeitig wieder gebaut, hatten wir ja nun schon oft, ist eine Reihe von Pickups, die von 1982 bis 2004 gebaut wurde. Auch wurde der Chevrolet S10 verkauft als Isuzu Hombre oder Hombre, sagen wir es mal so rum. Isuzu ist eine Firma, das habe ich letztens bei der Ami-Messe gesehen, das war 2014, ganz genau 2014 war die letzte Ami-Messe. Dieses Jahr findet sie ja nicht statt aufgrund von Absagen von Autobauern, was ich überhaupt nicht verstehen kann, da die Ami-Messe immer sehr, sehr erfolgreich und rammelvoll war. Also komme ich überhaupt nicht drauf klar, naja, ist scheißegal. Und die stellen halt auch sehr, sehr viel Pickups her. Und das ist das, was ich mir nämlich schon gedacht habe, dass das amerikanische Pickups sind, die von Isuzu für den europäischen Markt gebaut werden. So sieht das aus, ne? Naja, angetrieben wird das Ding von einem 2,2 Liter, beziehungsweise 2,2 Liter bis 4,3 Liter V6, der von 120 bis 190 PS leistet. Naja. Ist jetzt nicht unbedingt die übermäßige Power, aber ganz gut. Man muss ja auch mal ein bisschen sparen, ne? Gut, Freunde, wir starten mal den Motor. Wow, wow. Das ist aber echt ein übler V6, ne? Na okay, wir haben ja hier sozusagen eine Baja-Version, also eine extreme Offroad-Version. Mehr oder weniger für Wüstenready oder sowas gedacht. Und ja, das ist schon an sich eine echt feine Sache. Von daher kann es natürlich auch sein, dass der Motor da ein bisschen getuned wurde, ne, so wie er sich anhört. In jedem Fall. Okay, Leute, was haben wir denn für Anbauteile? Leider überhaupt keine. Wir können uns die Räder ändern. Die Standardräder sehen schon sehr gut aus. Dann gibt es auch noch die White-Räder. Ja, sind ein und dieselben Schlappen, nur halt ein bisschen größer. Und die Skinny-Schlappen, die sind ein bisschen schmaler. Sehen aber, ja, die sind für Straße. Die sind definitiv für Straße. Also das Profil ist sehr, sehr flach. Ich würde mal sagen, wir nehmen die White-Räder. Obwohl die auch nicht. Vom Profil ändern sie sich eigentlich gar nicht. Naja, scheiß drauf, wir nehmen trotzdem die Beiträder. Oh, was soll's. Gut, Freunde, Differential und Allradschwelle ist raus. Und daher ballern wir jetzt einfach mal los. Und so brutal, wie der Motor sich auch anhört, so brutal ist er im Endeffekt nicht, weil die Karre, naja, geht jetzt nicht gerade so hammermäßig ab. Ich mach mal Differential und Allrad rein, vielleicht kommen wir dann irgendwann mal in die Geschwindigkeit. Ah, doch, jetzt in den höheren Gängen, da scheint er doch ein bisschen nach vorne zu kommen, sind jetzt hier im vierten Gang. Der Motor brüllt wie Sau, aber irgendwie merkt man das nicht an der Geschwindigkeit, das ist ein bisschen komisch. Ja, jetzt geht es so langsam voran, okay, wir sind jetzt im fünften Gang, da muss er auch erstmal kurz Schwung holen. Schaltet jetzt aber schon wieder runter in den vierten, warum auch immer. So, jetzt wieder im fünften, aber irgendwie, verstehe ich nicht. Das Getriebe scheint extrem beschissen zu sein, weil kaum sind wir im fünften Gang drinne, hat ja anscheinend nicht mehr im Drehmoment überhaupt irgendwie mit ein bisschen Schlamm leicht klar zu kommen. Also, das Wahre ist das jetzt hier gerade nicht, ne? Also mehr Schein als Sein, muss man dazu sagen. Ein Riesengebrüll und im Endeffekt überhaupt gar keine Leistung. Finde ich echt irgendwo ein bisschen mies gerade. Ich hätte mir jetzt wirklich mehr unter diesem Ruby hier vorgestellt. Fahren wir mal wieder zurück. Vielleicht kommen wir ja da mal auf eine höhere Geschwindigkeit, aber ne. Selbst wenn es bergab geht, müssen wir hier direkt im Schlamm vom fünften Gang zurück in den ersten schalten. Meine Güte, ey, wer hätte das gedacht? Wer hätte das jetzt echt gedacht? Alter, er brüllt, als ob er einen Wal erschlagen will, aber im Endeffekt dann ist er doch nur ein kleines Mäuschen, muss man sagen. So, fünfter Gang, und obwohl es bergab geht, verliert er an Geschwindigkeit und schaltet dann wieder sofort zurück in den ersten Gang. Oh Mann, ey. Na gut, fahren wir mal durch den mitteltiefen Schlamm durch, mal sehen, was die Karre da so kann. Und trotz Differential und Allrad und ein Riesengebrüll vom Motor tut er sich hier im Schlamm echt quälen. Ich meine, er bleibt jetzt nicht unbedingt stecken, aber es sieht fast so aus, als ob er stecken bleibt. Meine Güte, der kommt ja kaum aus dem Arsch. Ich schalte mal in die Schleichgänge. Vielleicht redet er einfach viel zu schnell, dass die Schlappen einfach im Prinzip ja nur durchdrehen hier im Schlamm.
Mit den Schleichgängen jetzt, in der Schleichgänge jetzt geht's, also da kommt er relativ stabil durch den Modder durch, muss man sagen. Aber das ist echt mies, das ist echt mies, also ohne Scheiß. Es kommt mir so vor, als ob die Traktion von dem Fahrzeug einfach viel zu gering ist. Er hat einfach viel zu wenig Bodenhaftung, wahrscheinlich komplett die falsche Bereifung hier, um überhaupt mit diesem Gelände klarzukommen. Also die Mod-Entwickler sollten da wirklich nochmal ganz derb was ändern. So geht das definitiv nicht, Freunde. Da habe ich ja richtig Angst vor der tiefen Matschwitze jetzt, dass er da absolut nicht klarkommt. Also eine richtige Offroad-Version ist es nicht. Ich denke mal, auf der Straße wäre der richtig gut und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir jetzt hier erstmal kurz über das feste Gelände fahren. Ich glaube, da wird er sehr, sehr schnell Geschwindigkeit aufbauen und auch hammermäßig beschleunigen, ganz genau. Hier sehen wir es. Da geht er wirklich ab wie eine V1. Aber im fünften Gang klappt es trotzdem nicht so wirklich. Naja, gut. Jetzt sitzen wir hier im tiefen Schlamm drinnen. Mal sehen, was er da so machen kann. Okay, es läuft erstmal besser, als ich gedacht hätte. Aber jetzt stecken wir doch schon wieder fast fest. Ich schalte nochmal in die Schleichgänge rein, um hier überhaupt wieder rauszukommen. Ja, also man kommt definitiv durch den tiefen Schlamm, aber da haben wir echt schon mehr gesehen. Da haben wir echt schon viel, viel größere Monster gesehen. Und der Hobel hier hat nun wirklich nicht viel Gewicht, was er irgendwo ziehen muss. Und trotzdem gibt es hier arge Probleme, also wirklich arge Probleme. Also der Mod kommt mir sehr, sehr, sehr unausgewogen vor. So geht das nicht, Freunde. Also so geht das definitiv nicht. Ich lasse die Vorstellung jetzt auch für den ersten Mod hier mal gut sein, weil das ist wirklich meiner Meinung nach absolut nicht brauchbar. So macht das keinen Spaß. Definitiv überhaupt nicht zu brauchen, die Kiste. Weder als Scout-Fahrzeug noch als Nutzfahrzeug, da wir die entsprechenden Anbauteile nicht haben. Ne, Freunde. Also das Ding hat von mir definitiv keine Download-Empfehlung. Okay, kommen wir mal zum zweiten Mod. So, Freunde, dann kommen wir mal zum zweiten Mod für heute und da handelt es sich um einen Puma CVX Traktor. Die Buden werden hergestellt von KCH, das ist eine amerikanische Firma, die Landwirtschaftsfahrzeuge herstellt und haben wirklich eine riesenbreite Palette über Traktoren bis zu Mähdreschern und den ganzen anderen Scheiß, den es da noch gibt. Angetrieben wird das Ding von einem 6,7 Liter V6 Dieselmotor und Comrade Diesel und hat eine Leistung von 190 bis 270 PS, je nachdem, welche Version man nimmt, ob er die 150er oder die 290er, ja. Das Ganze unterscheidet sich dann halt in der Leistung von diesem Trecker. Ja, Freunde, schauen wir uns das Gerät mal an. So rein vom Design her sieht er echt sehr, sehr nice aus. Das Grün, das erinnert so ein bisschen an John Deere, aber im Endeffekt ist es nicht so. Es ist ein KCH, steht hier vorne noch dran. Richtig geil bei den Butzen sind eigentlich die Fronten. Die sehen immer ein bisschen böse aus, aber bei dem hier, ja, da ist hier so ein bisschen abgedeckt. Eigentlich ist das hier oben drin, das Licht so. Und hat auch so einen leichten bösen Blick. Also sieht echt richtig, richtig genial aus. Also mittlerweile auch schon in der Landwirtschaftsszene gibt es fieses Tuning. Leider ist das Cockpit von den Texturen her verstellt. Beziehungsweise, naja, nicht richtig geladen. Da scheint es irgendwo Konflikte zu geben in den Dateien. Was mich wundert, da ich SpinTires erst komplett frisch installiert habe. Eigentlich wirklich schade, ne? Unser Fahrer pennt schon wieder. Aber gut, sei es ihm gegönnt, bevor die Arbeit gleich losgeht, ne? Anbauteile haben wir einmal die Zusatzbeleuchtung. Ja, sieht schön aus. Leuchtet schön vor sich hin. Das AU5HUFU. Das ist so eine Gabel, die wir uns hier vorne ranhängen können. Ich denke mal. Nee, bewegen können wir sie nicht. Nee, können wir sie nicht. Wir haben nur 50 Reparaturspunkte. Dann haben wir das AU5US. Das ist eine Schaufel, die können wir uns vorne ranhängen. Und dann haben wir noch den Wagenanhänger, den kennen wir schon. Der kann Kurzholz laden, das ist natürlich cool. Und dann haben wir noch das Garage Card. Oh ey, scheiß Kamera, steht schon mal völlig falsch. Und den Gebrauchswagen, naja, kennen wir auch. Also würde man sagen, wir hängen mal den Wagenanhänger rein, plus die Zusatzbeleuchtung. Und dann fahren wir mit der Bude doch einfach mal ein bisschen Holz holen, ne? Mal gucken, was er da so kann. Jo, starten wir mal den Motor. Die Karre quält schon mal schön. Oh, guck mal hier. Die Ansicht ist eigentlich richtig cool, so, da könnte man sich so wie der Landwirtschaftschef vorstellen, der gerade so aus dem Fenster glotzt auf seine Mitarbeiter. Bäh, das faule Schwein da unten schon wieder. Der Heinz, der pennt schon wieder im Trecker. Nee, 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 was soll das bloß mit der Ernte werden? Nur mit unbrauchbarem Personal hat man es zu tun. Arschloch. Ja, genau so könnte man sich da vorkommen. Aber gut, Freunde, lassen wir das mal. Wir machen die Handbremse raus. Und dann hämmern wir erstmal mit dem Teil los auf die Trockenpiste. Mal sehen, was der Hobel so bringt. Naja, definitiv hat er erstmal Heckantrieb. Okay, das ist ja bei jedem Trecker so, ne? Also bevor man da nicht Allrad reinknallt, rollt das Ding halt mit dem Heck. Frontantrieb wäre ein bisschen bescheuert bei so kleinen Schlappen, wenn man hinten so eine Fetten drauf hat.
Aber damit kommen wir erstmal nicht weit. Von daher Differential und Allrad jetzt erstmal rein. Und jetzt ziehen wir erstmal unseren schönen Kurzhaussänger hier über die Trockenpiste. Naja, der schnellste ist der Rubin nun definitiv nicht. Aber gut, jetzt sind wir schon im fünften Gang. Jetzt im sechsten, da geht es doch relativ fix voran. Hier im siebten Gang, ja, das ist doch schon fluffig. Das ist doch echt schon fluffig. Da kann man doch nicht meckern, da muss man doch nicht heulen. Und auch im Schlamm schaltet der nicht unbedingt gleich runter. Also, er bleibt da doch schon mal in einer bestimmten Geschwindigkeit drin. Bis der Schlamm dann halt doch zu tief wird. Da muss er mal ein bisschen runterschalten, um halt entsprechend wieder Traktion zu kriegen. Aber wippen tut die Karre heftig, du. Meine Fresse, also. Da kann man schon mal leicht anfangen zu kotzen, wenn man da drin sitzt. Wir haben übrigens auch eine schöne Cockpit-Kamera. Da können wir hier so halb aus dem Kopf von dem Klaus rausgucken, ne? Sozusagen durch sein Gebiss durchspuren. Auch nicht schlecht. Guckt man sich schon wie so ein Alien. Hier drüben natürlich das schöne GPS, was ja heutzutage bei Landwirtschaftsgeräten schon Standard ist, ne? Damit die faulen Bauern auch selber nicht mehr lenken müssen, sondern schön auf ihren Trecker pennen können. Da fährt die Karre nämlich von ganz alleine in den Acker runter. Eine feine Sache, eine feine Sache. So, dann jetzt hier mal links rüber. Ja, und dann dauert es ja auch nicht mehr allzu lange. Und dann sind wir auch schon an der Holzladestelle. Meine Fresse, Junge, den Matschhügel hat er auch richtig gut genommen. Aber man muss sagen, die Karre ist schwer zu kontrollieren. Also er rutscht doch schnell nach links und rechts. Da muss man wirklich aufpassen. Na nun los hier, du Hobel. Gib mal alles. Gut, jetzt hier stark links eingelenkt. Hier rüber und dann zu unserer Holzladestelle. So, fahren wir hier mal rein und dann ziehen wir die ganze Karre erstmal gerade, um halt im Endeffekt erstmal Holz laden zu können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Kurzhölz ist ja eigentlich nicht so problematisch. Das ist ein Angebot für eine Ladefläche. Gib mir am Arsch vorbei, Alter. Ich will am Hänger laden. Und das ist jetzt erstmal nur suboptimal. Der Hänger steht nicht wirklich gerade. Von daher müssen wir erstmal drehen. Und werden dann versuchen, den Hänger nochmal gerade zu ziehen, indem wir ihn rückwärts hier einfach nochmal reinhängen. Aber wenn sie sich auch einfacher haben können, ich hätte einfach von vornherein hier gerade reinformen müssen, habe ich ein bisschen verpennt. Aber das ist kein Thema, Freunde, das ist absolut kein Thema. Wir drehen hier nochmal rum. So, ziehen wir hier nochmal gerade den Hänger. Na, jetzt steht er halbwegs. Und rückwärts lenken wir ihn jetzt nochmal auf die Holzladefläche ein. Oh, dieses Scheißgelenk, das wird mir jetzt wieder extrem zu schaffen machen. Okay, ich versuch's anders. Ich ziehe einfach mal auf der Länge hier gerade. Beziehungsweise auf der langen Seite der Holzladefläche hier gerade. So, probieren wir es mal jetzt. Kurzholz, bring dein Fahrzeug in Position. Scheiße, reicht noch nicht. Bremse raus, noch ein bisschen jetzt zerrt. Aber dadurch, dass der Trecker natürlich hier wirklich sehr, sehr viel rutschen tut, ist das jetzt nicht einfach hier im Schlamm Kurzholz zu laden. Ne? Der kommt immer wieder, bring dein Fahrzeug in Position. Er kriegt das nicht so 100% gerade gezogen. Versuchen wir es so nochmal. Ne, jetzt müssen wir nochmal leicht rüber. Jetzt müssen wir wieder leicht rüber zur anderen Seite. Oh, das war es immer noch nicht. Oh, leck mich doch fett, ey. Ah, wirklich. Es kotzt mich an, Alter, Junge. Auf so einem scheiß Hänger Holz zu leihen, ja. Ey, nervig ohne Ende. Das muss definitiv nochmal von Ovi verbessert werden. Ey, so geht das nicht. Das ist einfach nur hohl. Das macht absolut gar keinen Spaß, so. Ich drehe jetzt hier nochmal um. So, hier rüber. So lang. Eingelenkt den ganzen Bock. Dann nochmal rum. Und ich fahre jetzt hier nochmal komplett raus aus der Ladefläche und versuche dann von vornherein den Hänger da gerade reinzuziehen. Ich glaube, ansonsten hat das echt absolut gar keinen Zweck. Da machen wir uns hier wirklich nochmal tot. Und das ist echt stressig. Das ist echt stressig. Ich hasse es, wie die Pest irgendwo auf dem Hänger Holz zu laden. Ey, ich weiß nicht, was sich Ovi dabei gedacht hat, das so kompliziert und schwer zu machen. Wisst ihr, es ist doch im Endeffekt kein Auflieger, sodass das Holz, sag ich mal, auf der Zugmaschine mit drauf liegt. Es ist doch einfach nicht so. Von daher ist es doch scheißegal, wie der Hänger steht. Man kann ihn doch immer beladen. Was soll das? Was soll das echt, Alter, Junge? Also ich hoffe, es wird da demnächst bei Ovi echt Verbesserungen geben, hier in Spin Tyrus, dass das einfach gemacht wird, weil es macht einfach so keinen Spaß. Macht so überhaupt gar keinen Spaß. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir da jetzt irgendwie das Holz draufkriegen. Gucke mal, wie sieht's jetzt aus? Können wir beladen? Nein, wir können nicht beladen.
Ziehen wir nochmal weiter nach vorne. Jetzt können wir ihn beladen. Wunderbar. Dann wäre die gröbste Hürde, sag ich mal, von diesem Game dann schon mal geschafft. Jetzt müssen wir das ganze Konstrukt hier nochmal gedreht bekommen. So, hier rum, so rum. Jetzt nochmal eingelenkt. Gas geben. Jawohl, da kriegen wir den Hänger auch schön rumgezogen. Wunderbar, das sieht schon mal gut aus. Das Tolle an so einem Trecker ist natürlich, dass man nicht eine ewig lange Zugmaschine da vorne noch zu stehen hat, die man irgendwie manövrieren muss, ne? Der Trecker ist relativ kurz und mit dem kann man dann wirklich sehr, sehr schön auch nochmal drehen. Na, allerdings haben wir jetzt hier schon echt Probleme, das Kurzholz zu ziehen. Unser Traktor dreht da schon ein bisschen durch. Naja, fahren wir hier erstmal rum, dann gucken wir mal, wie es auf der Trockenpiste läuft. So, naja, sieht doch nicht schlecht aus. Wir sind schon im fünften Gang. Jetzt im sechsten Gang, na, da sind wir doch trotz Hänger relativ flott. Jawohl, auf dem siebten Gang haben wir schon hochbeschleunigt. Ich probiere mal die Plusgänge, ob die hier was bringen. Bringt nicht wirklich was, da wird er einfach nur langsamer, unser Traktor. So, jawohl, jetzt sind wir wieder im siebten Gang. Über die Äste geht es drüber, die schaden unserem Traktor nicht viel, ist ja auch klar. Bei diesen fetten Schlappen, was soll da schon großartig passieren? Hier durch den Schlamm geht es auch relativ zügig durch. Noch nicht mal runtergeschaltet. Also von den Geländeeigenschaften bin ich bis jetzt begeistert. Allerdings wird sich das erst zeigen, wenn wir an der tiefen Matschpfütze sind, ob er halt wirklich geländetauglich ist. Also so richtig geländetauglich, ne? Ja. Zerre, Kollege. Zerre. Naja, sieht doch alles wirklich sehr, sehr nice aus. Demnächst ist dann übrigens auch geplant, auf meinem Kanal die Map Vulkan, die ich mit dem Tonbuggy zusammenzocken werde, im Multiplayer. Ich hoffe mal, das kriegen wir irgendwie hin, weil in zwei Tagen haben wir es nun schon versucht. Problem war allerdings nur, dass die ganzen Mods aus dem Steam Workshop bei mir absolut gar nicht funktionieren. Also die bringen das Winter jetzt bei mir in einer dermaßen schnellen Zeit zum Crashen. Es ist echt unfassbar. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Von daher haben wir uns jetzt darauf geeinigt, wenn wir jetzt beide wieder Zeit haben, dass wir das Ganze einfach mit den Standardfahrzeugen machen werden. Warum nicht, ist dann definitiv eine Herausforderung. Wird mit Sicherheit sehr lustig. Ich hoffe, ihr schaut es euch an. Und ansonsten habe ich natürlich auch noch geplant, hier vielleicht mit ein paar Abonnenten auch nochmal die Map Küste zu spielen, weil alle anderen Maps würden einfach mal zu lange dauern. Ich könnte das vielleicht auch nochmal versuchen, dann vielleicht mit dem Tonbuggy nochmal einzugehen, wenn das mit der Map Vulkan sehr erfolgreich läuft und ich dann selber auch sehe, dass sich das Ganze lohnen würde. So, Freunde, jetzt sind wir aber erstmal hier in der tiefen Matschpfütze drinne. Und da muss man sagen, da hat unser Traktor gleich erstmal einen Vollstopp hingelegt. Ich weiß nicht wirklich warum. Ich glaube, der Modder, der hat ihn da so ein bisschen angekotzt. Ja, also es sieht aus, als hätte er Probleme, aber bis jetzt geht er immer noch voran. Allerdings drehen die Schlappen schon ganz schön extrem durch. Also die Last des Kurzhäuses, die macht ihm da doch schon zu schaffen hier in der tiefen Matschpfütze. Ist nicht einfach hier für unseren kleinen Kollegen. Aber so ist, da muss er durch, da muss er einfach durch als Lorsch, ne? Oh, meine Fresse, ich glaube, jetzt bockt er schon vorne auf. Oh. Aber gut, wir konnten ja auch kein Gewicht montieren, ne, um das halt zu vermeiden. Naja, gut, Freunde, schön war es nicht, aber die tiefe Matschpfütze ist im Endeffekt geschafft. Ich roll jetzt mal weiter Richtung Schrägmatschpfütze. Schauen, was wir da noch machen können. Jawohl, vorher hast du noch ein paar elzerwettische Gummibäume hier gemetzelt. Das blöde Mistzeug, das. So, dann räumen wir hier mal die Schrägmatschütze. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob er die noch schafft. Weil es sah jetzt bei der tiefen Matschütze schon echt fies aus. Naja, schön ist es nicht, aber er kämpft sich nach vorne, der Kleine. Ne? Also aufgeben möchte er da auch nicht. Er gibt im Endeffekt alles. Und, ja, hat halt den Mut, ne, hat den Stolz, ich muss das schaffen, ich muss ja die amerikanische Landwirtschaftsindustrie irgendwo gut präsentieren. Ja, jetzt sind wir mal kurz stecken geblieben, aber er hat sich wieder gefangen, wir haben wieder ein bisschen Grip bekommen, es geht wieder hoch. Ich versuche jetzt auch mal die Wurzel hier zu umfahren, weil ich glaube, die würde uns direkt ausschalten. Naja, es sieht nicht so toll aus, ich schalte jetzt mal in die Schleichgänge rein, um hier halt im Endeffekt besser klar zu kommen. Aber es kommt mir so vor, als ob das Drehmoment jetzt nicht so wirklich reicht gerade. Die haben da jetzt echt arge Probleme hier neben der Wurzel.
Oh, Freunde, also ohne Seilwinde wird's leider nichts und das ist sehr schade. Den Einsatz der Seilwinde möchte ich ja nach Möglichkeit immer vermeiden. So, jawohl, jetzt befinden wir uns hier auf dem Berg. Mittlerweile kommt er aus eigener Kraft schon wieder weiter. Den Hänger haben wir dann auch hochgezogen. Naja, okay, damit hätten wir dann die Schrägmatschütze geschafft. Und jetzt gucken wir doch mal, wenn wir hier rechts reinfahren, wieso die Schwimmeigenschaften sind. Ich hoffe mal, dass er da noch punkten kann, weil in der extremen Geländeeigenschaft muss er jetzt definitiv mit Abzügen rechnen, weil tiefe Matschwitze ging gerade noch so, Schrägmatschwitze war schon ganz schön heftig. Allerdings, die Wassereigenschaften sehen sehr, sehr gut aus. Wir haben schon richtig Entfernung zur Küste und der frisst auch nur sehr, sehr wenig Schaden. Kann hier also wirklich sehr tief ins Wasser einsteigen. Guckt euch das an. Guckt euch diese megamäßige Entfernung an, Freunde. Also das ist echt schon nicht schlecht, das ist respektabel, muss man einfach mal so sagen. Wassereigenschaften definitiv top. Ja, Freunde, Fazit zum Mod, wie eben gerade schon gesagt, Wassereigenschaften top. Endgeschwindigkeit für einen Traktor auch sehr, sehr geil, muss man sagen, ohne Frage. Allerdings die Geländeeigenschaften, naja, solange wie kein Extremgelände kommt, kommt da relativ gut klar. Allerdings bei der Schrägmatschütze sah es schon echt mies aus und ohne Seilwinde hätten wir die nicht geschafft. Na gut, Freunde, wer mal Bock drauf hat, mal wieder ein bisschen Traktor zu heizen hier in Spin Tires, der kann sich das Ding runterladen. Download-Link ist wie immer in der Videobeschreibung drin. Ansonsten bin ich für heute erstmal wieder raus. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, du ein Like und ein Abo, tut mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao.